Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Scram Legendary Edition. Und wir haben uns ja in der nächsten, letzten Folge am Ende noch Möbel für unser neues Haus gekauft. Und ich finde, wir sollten uns diese Folge angucken. So, unsere neue Wohnung mit unseren neuen Möbeln drin. Wenn du weißt, was ich meine. Aber es kommt ja vorher natürlich der Ladebildschirm. Das ist dann natürlich immer super. So. Das schöne Haus war ja in der, auf der rechten Seite, direkt neben der Badenakademie. Was habe ich eigentlich? Drachenbaum? Was für eine Drachenbaum brauche ich nicht? Großen Respekt vor der Schule der Wiederherstellung. Ach nee, hier nicht auf dem Gelände, sondern daneben. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Mhm. Während unsere Truppen zum Sieg führen. Hallo? Kann man das nicht gerade hinstellen? Soll ich? Steht es nicht im Mietvertrag? Nein. So. Ach, meine Kopfhörer waren ein bisschen zu laut eingestellt. Was heißt ein bisschen zu laut? Wenn ich normal so spielen würde, wenn ich es machen würde, dann würde ich den noch lauter stellen. Nur das Problem ist, dass wenn ich aufnehme, ich auch ein bisschen meine eigene Stimme hören möchte und ja, deswegen ist es ein bisschen leiser. Immer. Es war so, dass ich gerade so meinen Computerlüfter nicht mehr höre, aber alles andere schon. So, wir haben ja unsere schöne Wohnung. Ja, der Eingangsbereich ist sehr schön. Ist das Wohnzimmer mit Kamin. Schick. Esstisch, alles schön, schön, schön. Da haben wir einen Trank. Den nehmen wir jetzt mal mit. Gehört uns ja schließlich. Gesundheit, sowas brauchen wir alles nicht. Das ist alles Schwachsinn. Die Blume. Brauchen wir nicht. 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 Scheinbar nicht. Ja, Keller ist auch schick eingerichtet. Hier mit Rüstung und so. Können wir der Rüstung aufsetzen. Arkana für Zauberer, Seelensteine. Hier auch noch ein paar mächtige Seelen sogar. Aber es ist schön, dass das so liegt. Hier ist ein Alchemiekeller tatsächlich mit allem, was man braucht. Aber das gefällt mir. Das ist ja richtig gut. Ja, mit allem, ja, das ist der Haupteingang. Hallo. Was ist das für ein Raum? Wieso ist der nicht eingerichtet? Naja. War da nicht noch ein Stockwerk genau da oben? Ah, richtig schön. Was haben wir da? Das sieht aus wie das Kinderzimmer. Perle. Na, mit Blumen. Betten, fremden Betten in meinem eigenen Haus. Ja, das sieht aus wie dann, ja, wie mein Zimmer. Schön. Schön, gefällt mir. Wenn ich jetzt hier raus dürfte. Instrumente, ja, natürlich, wenn man neben der Badenakademie wohnt, muss man natürlich Instrumente im Haus haben. Das ist doch ganz klar. So. Hey, da kommen wir ja nicht rein. Stimmt, da war ja was. So, jetzt kann ich mir erstmal eine neue Mission suchen, die ich machen kann. Wie zum... Bringe das Gold jetzt zu Madesi. Warte mal. Das kann ich machen. Madesi war ein Rifton, ne? Meine ich. Ich hoffe, ich kann den, muss den nicht alles auf einmal bringen.
Das wäre blöd, aber ich denke mal nicht, oder? Ich hoffe nicht. Natürlich ist Nacht, es ist immer Nacht, wenn wir hier in Rift ankommen. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander. Ja, das ist ja schön für dich. Hallo. Mögen die Göttlichen euch segnen. Grelka, Ornett. Brandschei, ist das Madesi? Madesi. Ja. Ich habe einen Golderz für euch, also es geht doch, das ist schön. Perfekt. Wenn ich das einschmelze, sollte ich genug Gold für die Ketten haben, mit denen ich bereits angefangen habe. Okay. Und dann. Also das Doppelte von dem, was es wert ist. Ja, das finde ich gut. Marklose Saphire und ein Mammutstoßzahn. Stiehl den gefreiten Brief für den Geier. Warte mal, das mit den Geier. Warte mal. Das war genau, das war der, wo ich diesen Verrat oder was da der brutal abgesetzte Jarl in Falkenring. Stimmt. Ich erinnere mich. Da war was. So. G plus H ist over. Luschka und der Wagenmann aus Mannheim natürlich. So, was sind wir hier? Stehlen, das ist mein Geschäft. Achso, hier mitten auf der... Okay, ich kann hier einfach so in Lotshaus rein. Das ist also nicht das Schlimme. In Lotshaus einbrechen. Abgehakt. In Lotshaus was klauen. Stahl ist gut. Loyalität ist besser. Ich bin zuallererst den Geier und dann dem Kaiserreich gegenüber Das Gold. Ist das eigentlich... Wird mir hier... Okay, Gold wird mir gar nicht angezeigt. Auf der Straße unterwegs. Ja, Quatsch, ich hocke hier nur per Zufall rum. Okay, kann ich erstmal das Gold hier knauen. Okay, das habe ich. Wenn ich gut bin. Also, das ist jetzt echt bescheuert. Ich stehe hinter ihm, das Objekt ist aber vor ihm und er bemerkt es nicht. Alter Freund. Ich brauche sämtliches Eisenerz, das ihr ausbündeln könnt. Das Doppelte der üblichen Menge. Ich weiß, die Mine wirft nicht mehr so viel ab wie früher, aber ich zahle euch auch einen Aufpreis. Lot. Das bemerkt er natürlich nicht. Nö, kann ich den noch beklauen? Schlüssel, ah, moin ich. Doch gar nichts getan. Der war ja nicht im Langhaus, der war ja immer im Todmannstrunk. Mein Gott, jetzt ist plötzlich laut. Also ich finde das gut mit den Geräuschen, aber das wirkt so ein bisschen extrem viel immer. Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch im Himmelsrand herumlaufen lässt. Ich möchte gern Holz kaufen. Fleißig am Bauen, wie? Wir können es euch überall hinliefern. Ich... kann ich das Holz nicht einfach selber sägen? Ich verschenke doch nicht einfach so mein gutes Holz. Okay, ich möchte ich was kaufen. Ja, ich nehme 20 Baumstämme. 200 Goldstück, okay. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Okay. Mhm. Auch interessant. Hier, den Geier von Stuhn. Setzen wir uns doch mal. Echt, oh, das ist wirklich zu blöd. Aber schön am Essen hier, also auch mal so Restaurants. Ich esse durch so einen ganzen Ziegenkäse auch immer. Ich war einmal ja. Ja, hier ist Lots Brief. Was ist das? Etwa irgendeine Chiffre? Brauche so viel Eisenerz, wie ihr ausbuddeln könnt. Er spioniert zwar nicht, aber damit steht fest, dass das Kaiserreich Lot neue Schwerter und Rüstungen schmieden lässt. Gute Arbeit, nehmt das. Das
500. Ja, hilft den Bewohnern von Falkenring. Natürlich. Ich mache was gegen den Jales. Hilft den Bewohnern von Falkenring. Was genau braucht ihr von mir? Ihr habt vielleicht das offene Grab in unserem Friedhof bemerkt. Die meisten Leute hier glauben, es handle sich um das Werk eines Leichendiebs. Aber die Wahrheit ist weniger angenehm. Es ist wahr. Das Grab von Viga, meinem eigenen Vorfahren, der seit Jahrhunderten tot ist. Er ist auch ein Vampir. Meiner Familie obliegt es, dafür zu sorgen, dass er unter der Erde bleibt. Doch vor kurzem wurde der Schutzstein gestohlen und Viga entkam. Und ihr wollt, dass ich den Schutzstein finde? Habe ich recht? Nein, für den Schutzstein ist es zu spät. Viga muss vernichtet werden. Falls das herauskommt, würde meine Familie große Schmach erleiden. Na dann. Ich werde dafür sorgen, dass Viga zerstört wird. Eine Vampir, lasst mich aus dem Spiel. Nein, ich mach das. Gut. Er wird geflohen sein, um seine Artgenossen um sich zu scharen. Ja, das kriegen wir hin, denke ich mal. Wollt ihr was zu trinken? Alma, mir nennt sich nicht direkt zu Anfang. Also, ja, okay, Tatgeier. Nach ihm. Danke. Ja, haben wir. Wollt ihr was zu trinken? Tatgeier, haben wir schon mal geredet, so darf. Twice bidden, once time. Bestimmt, die Quest hatten wir auch schon. Delacourt. Isabel, kann ich doch irgendwo her. Isabel, fancy meeting you here. Hi, it's been a while since I've come down here. Ever since that Palmer showed up, I get sort of worried that Harden Bolland would get into it. But when a new adventurer comes into town, I'd like to head over to the inn, maybe strike up a conversation. Here I was, trying to come up with the nerve to come and talk to you. And in the meantime, you come over to me. So, what's on your mind? Wo habe ich dich nochmal gesehen? Ich habe dir geholfen. What? You mentioned you were from Quatsch. You stayed Lord's house. Are the two of you together? I'll tell you about your travels. Okay, you mentioned you were from Quatsch. That's right. I was born there after the Great War. A lot of children were, once everyone knew we'd have peace. As you can imagine, it's a city that reveres its heroes. None more so than the hero of Kavach, whose statue stands in the castle courtyard. I remember when the other kids played hide and seek. We used it as a starting point. But I just stayed there the whole time, marveling at it. The hero of Kavach was my idol. But my mother was always quick to remind me that no hero does it alone. That's how I was hooked into the blacksmith trade. I wanted to be the next hero's shield. I wanted to be their armor and their sword. Mhm. Ist bestens auf Irene mit der. Was ist? Helft den Bewohnern. Was sind die Oxymoren vielleicht? That sounds almost romantic, like a forge wife and a warrior's bow. The hero of Crutch is a half hero I am. You sound pretty horrible at hide and seek. Blacksmiths are like flies. If one dies, there are plenty more milling about. Ah, Isabel ist die, die bei der Mine war. Stimmt, you're right. No hero goes it alone. What you do is admirable. I admit, I had a fantasy or two about the hero of Kavach. And part of me used to dream of being the wife of a great hero. That's why I'm in Skyrim. With the war and the talk of dragons, maybe I'll meet the great legend right here in Falkreath. Maybe that might be you. Wer weiß. That's also question 9. You stay at Lord's house. Are the two of you together? Ach, die sind zusammen. Aha. Stadtgerüchte. Me and Lord? By the age, no. He's old enough to be my grandfather, I think. And slow enough to be my anvil. That and he's not my type. I prefer strong leaders, brave warriors, and a sense of humor wouldn't hurt. But Lord's a good man, loyal and kind. Ach, das Alter, mach doch nichts. Ich meine, guck dir mal das RTL-Nachmittagsfernsehen an. I think you and Lot will make a great couple. Well, that's a relief. No, I don't have to kill him. You love. But Lot deserves better than a malnourished tag like you. Our lie meet those qualifications. By the gods, woman, it's obvious you are describing me as your ideal mate. Das können wir nicht machen.
Ja. If you're trying to convince me you have a sense of humor, it's working. But I don't think pushing you toward a law will help your cause. Sicher, sicher. I'm kidding, of course. I get the hint. I'll try to keep you cordial. Ich möchte was für deine Reisen. Oh nein, war. Ach nee, können wir gar nicht. I want to hear about your travels across the Skyward. So, schade, sonst hätte ich die andere Gesprächsoption noch gemacht. Well, I got my start in solitude. I wanted to forge arms for all the brave legionnaires fighting in Skyrim. I got off the docks with nothing but a sack over my shoulder. I never told Baron who my family was. I didn't want to color his perception of me. So I said I was a traveler and asked if he needed an apprentice. He said he already had one. Hmm. How did you train if you weren't this apprentice? He let me work the forge when it was free. At first he never said a word, but pretty soon he couldn't help but dole out advice. He'd say something like, those dark wings you call arms can't shape steel. Put your hips into it. I forget how hot the forge is back home. The metal there is a lot easier to shape. But with Baron's help, I learned to smith the Nordwing. Okay, und wie wäre das? Nein, what else did Byron do for you? Was hat Byron sonst noch für dich getan? Eventually, he thought enough of me that I should get a proper master. He sent a letter to Whiterun, and I couldn't contain my excitement. Then I met Adrienne. I recall looking at her modest setup, and with a straight face telling her how impressive the Skyforge was. Mhm, ein ganz klein bisschen. It was an easy mistake. Yes, it's not the actual Skyforge would stand out or anything. Adrienne didn't think so. Yeah. He pointed out that the Great Eagle perched high beside Dragon's Reach and said, Child, if this is the Skyforge, what in oblivion is that thing? Ja, das waren alle Fragen, die ich hatte. Alright, that was interesting. You're a lot different from what I expected. But it was nice talking to you. Ganz meinerseits, Isobel. Da wäre auch eine schöne Frau für uns, oder? Hier diese, hallo? Hübsche Dame. Wirkt so alt. Matthias. Roland. Melia Antios. Ach, das war... Ach, guck mal, wir können sie fragen, wie es ihr geht. Stimmt. Das war diese Kranke, die wir heilen können. How are you feeling? Wie geht's dir? Ja, so waren wir auch mal nett. Okay. Bei Schorsgebeinen, ein hübsches Mannsbild. Ja, ein hübsches Weibsbild. Ein kräftiger Trunk für die Kälte in der Luft. Willkommen im Todmannstrunk. Jo. Wenn ihr interessanten Quatsch in der Stadt hört. Dann erzähle ich ihn weiter. So, und ich würde sagen, wir machen einen Cut und bis zur nächsten Folge und tschüss.